Ja, Freunde, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder unterwegs. Wir haben zwar extremen Wind, aber das stört mich weniger. Ich bin wieder mal neben der Leiter und hier möchte ich ein Stückchen meines Weges gehen, einfach nur ein bisschen die Beine zu vertreten. Und in dem Sinn, ich denke, ihr seid dabei. Gehen wir mal. Hier haben wir auch Laubwald, da schon ziemlich viele Blätter abgefallen sind, sieht man jetzt schon schön durch. Ja, die stehen auch hier verdammt schief, die sind bald am Fallen. Ja, wo der Wind andrücken kann, da neigt sich natürlich alles. Hier liegt auch schon etliches. Ja, auch auf der drüben Seite etliche Sturmschäden. Da hat sich einer schon ins Wasser gelegt. Ja, alles gatschig hier. Ja, hier dürfte normal auch ein kleiner Zulauf sein. Aber der ist fast ausgetrocknet, so wie es scheint. Na ja, gehen wir weiter. Sieht mir fast aus, wie wenn unter dem Baum ein Biberbau wäre. Ja, kann man leider nicht so wirklich erkennen. Oder ob das nur ausgeschwemmt ist. Ja, so wie es ausschaut bei Wind, ist diese Gegend hier nicht gerade ungefährlich. Hier liegen etliche über den Weg, sind zwar schon geschnitten geworden, aber ja. Weiter. Ein kleines Buschkraftlager vielleicht. Schön abgedeckt. Und hier hinten auch noch eine Schaukel. Daneben noch eine. Und gleich hier im Fluss hat sich ein Baum wieder niedergelegt. Ja, und auf der Vis-à-vis-Flussseite sind wir wieder an den kleinen Bunker angelangt, wo wir schon einmal drin waren. Das Video verlinke ich euch hier wo an dieser Stelle. Da gehe ich heute nicht extra rein. Und da oben ist der Eingang zum Bunker. Wie gesagt, da waren wir auch schon drinnen. Ja, der Weg wird auch nicht mehr so gesäubert. Hier liegen ein paar ordentliche Oschis quer. Ja, egal. Schauen wir, soweit wir kommen. Und hier arbeitet auch schön der Biber, das zeige ich euch gleich näher. Ja, die Spuren sind verdammt frisch. Und jetzt schau mal her, was der für Oschis rausreißt. Das sind aber ordentliche Trümmerchen. Wahnsinn. Und hier dahinter gleich ein paar Pilze, natürlich ungenießbar, aber echt schön anzuschauen. Und auch auf der Hinterseite vom Baum wachsen die schon. Ja, leider kann man im Hintergrund von der A1 Speedworld, dort ist diese Go-Kart-Bahn, die dürften heute wieder mal aufjaulen. Ja, schön wäre es hier, wenn dieser Krawall nicht wäre.
Ja, ich werde schon langsam wieder retour gehen und suche mir noch ein schönes Plätzchen. Hunger habe ich auch noch und Käffchen brauche ich natürlich auch. Auch hier wieder so ein schönes Biotop. Schön anzuschauen. Da liegt ein Bäumchen. Den haben sie, glaube ich, extra für mich hergelegt. Na, da werde ich mir jetzt ein kleines Päuschen genehmigen. Ja, leider hat der Wind jetzt gedreht. Jetzt hört man die Rockerbande wieder am Gas geben. Aber ja, wollen natürlich auch ihren Spaß haben. Ja, ich habe heute mal wieder meinen LKW-Planen-Rucksack dabei. Wirklich nicht viel. Heute gibt es einmal Tiroler Landjäger. Und ein Semmerl. Und dann mache ich mir noch ein Käffchen. Ja, Freunde, dann sage ich einmal Mahlzeit. Dann habe ich heute auch wieder ein bisschen Energie dabei. Den muss ich auch ein bisschen genießen. Prost! Ja, dann ist jetzt Käffchen angesagt. Akku brauche ich nicht. Und es gibt auch wieder die Bialetti. Jawohl. Natürlich habe ich zu Hause wieder diese Kaffeebätschen hineingegeben. Ja, Wasser dazu. Und los geht's. So, und ab aufs Feuerchen. Jawohl, das sind Töne, Freunde. Fertig. Gigantisch. Ja, Freunde, an dieser Stelle mein allseits bewährtes Prost in die Runde. Auf euch. Herrliches Tagerl noch einmal, obwohl wir heute schon den 4. November haben. Ja, nichtsdestotrotz trinke ich jetzt noch einmal aus. Ja, Käffchen ist erledigt. Ja, wir dann schön langsam warten, bis alles ausgebrannt ist. Pack dann zusammen und mach mich wieder Richtung Heimweg. Natürlich kommt der Müll auch mit. Ich glaube, das brauche ich schon gar nicht mehr zu erwähnen. Jo. Ja, und in dem Sinn bin ich wieder fertig. Hier brauche ich nichts zusammenräumen. Ich habe nichts quasi angestellt. Das stellt sich alles wieder auf und in dem Sinn gehen wir schon langsam retour. Ja, das schaut mir dann doch nicht zu sehr zusammengeräumt aus. Da muss ich was Hand anlegen. So lassen wir das einfach nicht zurück.
auch wenn ich mitten in der Wildnis bin und hier keiner vorbeikommt. Jetzt gefällt es mir besser. Gehen wir. Ja, sind wir wieder am Weg heraus. Super. Ja, Freunde, ich bin wieder am selben Weg retour angekommen, wie ich hergekommen bin. Da gibt es auch nichts mehr Besonderes zu sehen. Sollte was sein, schalte ich die Kamera natürlich gerne wieder ein. Und in dem Sinn kann ich nur immer wieder meinen altbewährten Spruch loswerden. Danke fürs Dabeisein, wünsche euch einen schönen Tag und Servus die Malen und Pfiat euch die Buben.